Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flashback. Okay, jetzt schauen wir mal. Wow, das wollte ich gar nicht. Voll cool. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich habe mein Schild geladen in der letzten Folge, oder? Ich hoffe es mal. Achtung und... Hua! Mist, Bällchen. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott, das ist ein Bomberbällchen auch noch. Vielleicht einfach weiterrollen. Ich weiß wirklich nicht genau, was hier mit diesem Bällchen los ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, das funktioniert hier nicht so ganz mit der Kollisionsabfrage. Nein! Hat er mich noch geschlagen, der Arsch. Ja, okay. Sehr gut. Cool, den haben wir es gezeigt. Die kommen nicht nach Hause zu ihren Bällchenfamilien. Ich gehe noch mal kurz unser Schild aufladen, weil wahrscheinlich fahren wir jetzt mit dem Aufzug zum Super Overlord Boss oder so. Oder auch nicht. Immer wenn das Spiel gerade mit Musik Stimmung machen will, mache ich irgendwas. Jo! Halt, stopp! Die Animation ist schön. Ich kann den ganzen Tag gegen die Wand laufen, das ist wirklich schön gemacht. Okay, Aufzug, auf und davon! Hui! Oh oh, da splittern die Scherben. Geh mal den oberen Weg. Der untere ist bestimmt eine Falle. Oder der untere wäre einfach nur zu einem Bonuspünktchen gegangen. Ist er tot? Der ist jetzt auf jeden Fall tot. Bei dem da unten bin ich mir nicht sicher. Ah, okay. Komm her. Au, hey, was ist denn jetzt los? Ich habe das Gefühl, die Taktik von denen ist immer die gleiche. An mir vorbei wutscheln, schießen. An mir vorbeiwutscheln. Man muss einfach immer nur links, rechts schießen. Bei denen habe ich das Gefühl, oder? Kann das sein? Yay, dem habe ich es gezeigt. So schnell stehe ich nicht mehr auf. Nein, jetzt mach ich das gleich nochmal. Hör doch auf, steck jetzt die Waffe weg. Waffe wegstecken, aufhören mit dem Blödsinn. So. Und jetzt... Oh! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Touché, mein Freund. Aber dafür hat es dann doch wieder nicht gereicht. Habe ich noch Schild? Ja, ich habe noch viel Schild. Yeah, okay. Und hoia! Dem habe ich es gezeigt. Bestimmt ist da oben, wo die Mine ist, irgendein super Geheimgang. Ist der tot? Kann doch nicht sein. Der bewegt sich nicht mehr, aber gleichzeitig löst er sich nicht auf. Ich hab gewusst, dass es eine Falle ist. Ich dachte, das ist so eine Nur-Einer-Kann-Überleben-Game-Show. Warum helfen dann die Bällchen dem Kerl und nicht mir? Okay, das lief nicht gut. Wartet mal. Fangen wir nochmal an.
Ah! Ich weiß nicht, warum man seine Waffe immer nicht zieht. Das ist immer so nervig. Guckt euch das an. Ich versuche einfach nur zu kämpfen. Das ist, was dabei rauskommt. Machen wir es so, würde ich sagen. Hey, ein Save-Punkt. Cool. Muss ich eigentlich irgendwo hinkommen? Muss ich alle töten? Was ist eigentlich das Ziel von dieser komischen Game-Show, in der wir hier scheinbar sind? Oh oh. Ja, lass mich raten, ich muss noch die andere Kugel killen, ne? Sonst darf ich nicht weiter. Ah, ich hasse es. Kugel, komm her. Komm runter zu mir. So gemein, jetzt muss ich wieder hochkommen. Okay. Und, ha? Waffe ziehen und schießen. Yeah. Okay, das dürfte funktioniert haben, wahrscheinlich. Würde ich gerne auch mal speichern, eigentlich. Und, hoia. Okay. Vorsichtig. Ich schätze mal, wenn ich durch die Laserschranke gehe, wird mich dieses riesige Geschütz einfach wegbolzen wie sonst noch was. Idiot. Okay, dann werde ich also nicht durch diese Lichtschranke gehen. Das Problem ist nur, anders komme ich nicht hoch. Ah, oh, das geht sogar wirklich so instant. Wow. Okay, das ist gemein. Kann ich die irgendwie kaputt machen, wenn ich schon hier bin? Natürlich nicht. Okay, warte mal. Nee. Noch ungefähr ein Schritt oder zwei sogar in die Richtung. Man rollt doch weiter, als man denkt. Huh, das ist aber knapp bemessen. Okay. Ein Energiegenerator, na dann. Ich weiß zwar gar nicht, ob es notwendig ist, aber laden wir unser Schild mal. Dass die Gegner immer so dicht an einen in einen reingehen schon quasi. Das ist irgendwie echt komisch, was die KI hier macht. Solange wir unendlich viel Schildladungen haben, beschwere ich mich nicht. Okay. Nächster Raum. Cool, und die Mine hat er uns auch noch kaputt gemacht. Was für ein Service. Netter Kerl. Okay, wahrscheinlich sind das Fallgruben.
wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich das da versuchen. Ah, Steuerungsprobleme. Na gut, ich schätze, so geht's auch. Funktioniert schon alles irgendwie. Okay. Dann geht's jetzt hoch. Wir waren vorher in Level 8 und jetzt sind wir in Level 6. Jetzt sind wir in Level 5. Was es nicht alles gibt, ne? Kann man sich geduckt fortbewegen eigentlich? Irgendwie nicht, oder? Das war jetzt aber hart. Oh Mann, das ist gemein. Okay, wartet mal. Aha. Yeah. Aber wo kann ich da hoch? Hä? Wie komme ich denn da wirklich hoch? Ist da zu, oder? Ich glaube, da ist zu. Und wie machen wir das auf? Wahrscheinlich über den gleichen Schalter, der auch das Gatling-Geschütz aktiviert. Bisschen gemein. Aber jetzt passt schon. Cool. Können wir hier nochmal speichern. Das sieht verzwickt aus. Ja, genau deswegen. Aber dank der Macht des Rückspulens nutzen wir einfach unseren kurzen Unsterblichkeitsframe und cheaten. Wie sich das gehört. Und hier? Wie kommen wir hier überhaupt weiter, frage ich mich. Jetzt sind wir nämlich hier und was jetzt? Aber hier müssen wir doch hin. Oh hey, was war denn das bitte? Blindgänger. Von hier komme ich doch unmöglich darüber. Au. Vielleicht mit Anlauf? Nö. Nicht mit Anlauf. Und so auch nicht. Ha! Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen eigentlich. Zurück kann ich aber auch nicht mehr. Der Zug ist auch abgefahren. Und ein Aufzug ist das auch nicht zufällig, oder? Nee. Muss ich alle Minen zerstören? Geschafft! Muss ich auf das Auge schießen? Muss ich mit dem Auge interagieren? Gibt es irgendeinen Move, den ich vergesse in meinem Repertoire, den ich noch hätte? Irgendwie so weit hochspringen oder so? Oh ja, das funktioniert ja tatsächlich. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Hochlenken und einfach loslassen. Oh Mann, dieses Move-Repertoire ist zu komplex für die seltsame Steuerung. Nee, irgendwas muss ich... Gerade hat es funktioniert. Irgendwas muss ich loslassen. Das andere aber nicht. Okay, ich weiß nicht genau, wie ich das gemacht habe. Hat funktioniert. Wow, ist das wieder gemein. Ach, so ist das. Cool.
Blödepp. Diese Passagen mit den Missionen und das hier macht mir persönlich echt mehr Spaß, als dieses relativ offene Gebiet zu erkunden, wie ganz am Anfang. So gemein, dass die jetzt liegen bleiben. Wenn die doch einfach wieder aufstehen und herkommen würden, wäre alles leichter. Au, das auch noch. Ach ja, genau. Ich habe ja wieder kein Schild mehr. Hey, er steckt ja wieder die Waffe weg aus irgendeinem Grund. Da könnte ich wahnsinnig werden. Da könnte ich so wahnsinnig werden, dass er immer die Waffe wegsteckt, wenn ich sterbe. Wenn ich zurückspule. Egal, was ich davor gemacht habe, da steckt er dann immer die Waffe weg. Das ist zum Verrücktwerden. Nein, das war knapp. Warte, ich kann schon während des Hochziehens, glaube ich, die Waffe ziehen. Dann bin ich bereit, wenn die kommen. Nein, bin ich nicht. Da wird man doch wahnsinnig, oder? Jetzt hat er wieder die Waffe automatisch weggesteckt. Hör auf, die Waffe wegzustecken. Leute, beim nächsten Mal gehen wir in den nächsten Bildschirm. Macht's gut, bis dann. Ciao.